Historischer Handschlag in Hanoi. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sind in Vietnam zu ihrem zweiten Gipfel zusammengekommen. Beide Staatschefs äußern die Erwartung, dass ihre Gespräche erfolgreich verlaufen werden. Bei ihrem ersten Gipfeltreffen im Juni 2018 in Singapur hatten sie sich auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verständigt. Konkrete weitere Schritte wurden seitdem nicht vereinbart. Die USA verlangen, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal aufgibt. Pyongyang will ein Ende der Wirtschaftssanktionen und einen Abzug der US-Truppen aus Südkorea. Die Vietnamesen hatten beiden Politikern bei ihrer Ankunft einen begeisterten Empfang bereitet. Kim Jong-un traf nach einer 4000 Kilometer langen Fahrt durch China in seinem gepanzerten Sonderzug in Hanoi ein. Dort wurde er von einer jubelnden Menschenmenge empfangen. Zum Auftakt ihres Gipfels essen Trump und Kim im legendären Metropolhotel in Hanoi zu Abend. In dem Haus aus der Zeit der französischen Kolonialherrschaft hatte schon Charlie Chaplin seine Flitterwochen verbracht.